Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Turmöwen-Update, so ein kleines Ding am Montagnachmittag. Turmöwen live ist angesagt. Es geht um die Regionalliga, es geht um die Gruppe Nord, es geht um den ersten Spieltag und es geht um den Aufsteiger, um Phoenix Lübeck. Gestern gewonnen, das Traditionsduell bei Altona und es geht um Boom Boom Gnärlich. Conor Gnärlich hat in der 94. Minute das Siegtor erzielt. Und Phoenix bei Altona zu den ersten drei Punkten geschossen. Was für eine Geschichte. Eingewechselt, kurz vor Schluss. Ich muss gerade hier nochmal schauen. In der 77. Minute, sagt man eine Primärquelle hier. Und wir müssen natürlich drüber sprechen. Mit dem Torschützen, mit dem Helden von Altona, können wir quasi sagen. Und da schickt er mir schon die Anfrage. Ich schalte Boom Boom Gnärlich mal dazu. Moin! Moin, ne? Boom, boom, Gnärlich! Genau. Auf Instagram. Klasse, dass das klappt. Ich danke dir für deine Spontanität, für dieses kurze Turmöwen Live. Kein Thema. Das wundert mich allerdings, dass Instagram und WhatsApp bei dir noch funktionieren. Ich dachte, die hätten gestern die Server bei dir komplett gesprengt. Wie viele Nachrichten hast du so bekommen? Ja, mir haben viele Freunde geschrieben, auch viele alte Mannschaftskollegen, aber. Sonst ist das alles ganz ruhig geblieben. Ab heute ist ein neuer Tag, jetzt Konzentration aufs nächste Spiel. Damit hat man schon abgeschlossen jetzt. Man nimmt den Schwung zwar mit, die Freude, aber sonst ist es. Okay, du hast mit Altona abgeschlossen, jetzt geht's gegen Ottensen. Eigentlich okay. Ja auch Altona. So, ich habe mit Altona noch nicht abgeschlossen. Ich möchte drüber sprechen. Ich habe das gerade hier mal gescreenshottet, deinen coolen Jubel. Da ist er, siehst du ihn? Ja. Und wobei, jetzt bin ich ja gerade mitten im Bild, kann man das auch tauschen? Ja, bisschen klein, aber du bist so zum Flieger sozusagen geworden. Ist das spontan oder wenn du Tore machst, jubelst du immer so oder wie war das? Ja, gestern war natürlich ziemlich, so war extrem spontan. In der letzten Sekunde denkt man auch nicht mehr, dass man unbedingt das entscheidende Tor da macht, weil man auch weiß, dass dann wirklich die Entscheidung ist. Und dann hat man sich einfach nur extrem gefreut und dann hat man gesehen, alle laufen auf mich zu und dann bin ich irgendjemanden einfach dem Ersten in die Arme gesprungen und dann kamen alle dazu. Das ist nicht immer so natürlich, aber gestern war es dann auch angemessen. Und du bist eurem Coach in die Arme gelaufen. Genau, dem Frank. Ja, das ist der Erste, der auf mich zukam, der vor der Einwechslung noch gesagt, ja, du kommst rein, nochmal offensiv, probier nochmal alles, probier das Tor zu machen. Dass das dann so klappt, ist dann natürlich mega. Das ist dann doch schon Löw und Götze im Regionalliga-Niveau, oder? Zeigt der Welt, dass du besser bist als... Nicht ganz so, aber es ist auch schon schön gewesen, dass das so funktioniert. Das klappt nicht immer, aber gestern hat es super funktioniert. Und das war auch ein cooler Spielzug. Und dann auch noch die super Übersicht. Als der, von wem kam der entscheidende Pass? Und Michi Saar, ne? Auch eingewechselt. Also eine Co-Produktion von Einwechselspielen. Mhm. Hast du dich schon bedankt? Ja, klar. Ja, ich weiß halt, dass er die Pelle auch spielen kann. Der hat das Niveau. Und wir haben uns auf der Auswechselbank schon ein bisschen, ich mag ihn sehr gerne, und haben ein bisschen philosophiert, ob wir vielleicht das entscheidende Ding da machen, wenn wir reinkommen. Und dann legt er mir das halt auf, dann muss ich den halt machen, ne? Und dann steht er da, wo er stehen muss, wie es so schön heißt. Genau. Aber du sagst es schon, ich wollte so ein bisschen gerne nochmal über dieses gesamte Spiel sprechen, dann eben vor allem im ersten Durchgang natürlich von der Bank von außen beobachten konntest und daher auch die Übersicht hattest. Ihr seid relativ früh in Rückstand geraten. Habt euch davon aber überhaupt nicht beeindrucken lassen. Habt ihr gewusst, dass das kann heute passieren? Ja, wir waren auf jeden Fall darauf vorbereitet, weil wir sonst eigentlich auch ganz gut, wir wussten, die Regionalliga ist was anderes. In der Vorbereitung haben wir alles gewonnen und trotzdem weiß man immer, wenn was schief geht, darf man den Kopf nicht hängen lassen. Haben vor dem Spiel gesagt, wir können hier nur was reißen, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Und dann haben alle Mann, die im Kader waren oder auch die nicht im Kader waren, die auf der Tribüne saßen, angefeuert, Köpfe hoch. Und zum Glück haben wir auch relativ schnell den Ausgleich gemacht. Aber sonst haben wir auch nichts anderes. Wir waren auch gar nicht schlecht im Spiel, kassieren dann durch einen Standard dann das Gegentor.
Aber das war alles in Ordnung. Haben dann den Ausgleich gemacht, auch nach einer guten Flanke. Harris ein super Spiel gemacht, zeigt, dass er ein mega Stürmer ist, haut das Ding rein. Und dann war das Spiel halt ein typisches Regionalligaspiel am ersten Spieltag. Man hat halt gesehen, dass das erste Ligaspiel ist seit langem. Man wollte zwar Fußball spielen, hat sich dann aber doch oft nicht getraut, war viel, viel Kampf. Und dann war es auch ziemlich früh klar, dass heute der Wille entscheiden wird. Und so ist das halt auch, dass wenn man in der letzten Sekunde dann das Tor dann macht, es dann nur Wille und hat dann wenig dann mit fußballerischer Klasse zu tun. Dir ist bewusst, dass der Boom Boom gnädig sich jetzt einprägen wird. Ja, weiß ich nicht, ob der sich da eingeprägt hat in Altona. Ich habe das schon mal gespielt, das ist ein cooles Stadion und ist halt geil beim ersten Spieltag direkt so ein Highlight, den Schwung kann man hoffentlich mitnehmen nach Ottensen. 400 Leute waren da, oder? Genau, so um den Dreh war, ne? Wie lief es alles ab, auch für euch als Mann mäßig? Ja, ungewohnt wieder Regionalliga. Ist natürlich, schauen mal ein paar mehr Leute drauf, auch weil es übertragen wird bei Sport Total und Elbkick TV, glaube ich, auch. Dann weiß man schon, da gucken ein paar mehr Leute zu. Und ja, man hat schon bis die gewisse Nervosität gespürt, weil es halt aber auch das erste Spiel war in der neuen Liga. Aber das haben wir ganz gut gemeistert. Wir müssen sprechen über den Kollegen Luca, der, ich glaube, nach 60 Sekunden schon gelb bekommt. Ja, direkt ein Zeichen gesetzt in der Regionalliga, dass er angekommen ist. Ne? Macht er vielleicht ein bisschen übermotiviert, aber danach hat er das gut weitergespielt. War auch nicht rot gefährdet. Zweite Halbzeit dann nochmal frühes Foul bekommen oder gemacht. Aber spielt er gut runter. Auch für ihn ist er ganz neu. Das erste, ich glaube, er hat gestern in der Regionalliga sein Debüt gefeiert und dafür hat er ein gutes Spiel gemacht. Ist es so, dass er dann auch gut damit klarkommt, sozusagen, weil du musst dann ja 89 Minuten mit dieser Hypothese spielen. Nochmal, wie bitte? Du musst dann ja 89 Minuten auch mit dieser Hypothek spielen, schon die gelbe Ja. Karte zu haben, wenn es Zeichen Ja. setzen ist. Klar, das musst du im Kopf haben, natürlich. Darfst nicht dumm irgendwie dann noch direkt einen Foul machen. Aber dafür hat Luca dann auch die Qualität. Ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Es ist auch 98er Jahrgang, ich glaube 22 Jahre alt. Aber der Mann ist halt schon cool genug im Kopf, um das runterspielen zu können und macht er gut. Ja. Kasra Gwavilu schreibt Connor, du Held. Ja, Kasra, alter Mitspieler von mir. Ne? Bei Yellow haben wir zusammen in der Regionalliga schon gezaubert. Ja, jetzt führe ich die Historie in der Regionalliga Nord weiter. Ne? Jan Gnerlich schreibt schönes Ding, Connor. Und Ja, ein mein Bier. Cousin. Musst du schon einen ausgeben? Ja, wahrscheinlich muss ich da was in die. Muss ich mal den einen oder anderen da was ausgeben, den ich da dankbar sein muss, dass er mich da immer gepusht hat, aber das wird noch alles kommen, ne? D. Engel 21 möchte ich wissen, wie hast du dich während der Corona-Pause eingebracht? Wie ich mich fit gehalten habe? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, so ist gemeint, ja. Ja, individuell viel gemacht, ganz viel gelaufen. Im Fitnessstudio viel trainiert mit eigenem Körpergewicht und dann nach den ganzen Lockerungen, dann mit kleinen Trainingsgruppen, mit Jungs, die aus der Gegend immer wieder gekickt, auf den Platz gegangen, einfach nur den Ball am Fuß haben, das hilft schon und so habe ich das gemacht. Wir sind da auch schon relativ früh dann, wir haben ja jetzt ja 9 Wochen Vorbereitung gehabt, dann ist man dann von alleine auch wieder fit geworden. Und wir haben da ja auch, wir hatten ja Nico Fischer letzte Woche in unserer aktuellen Podcast-Folge. Wir haben ja auf die Regionalliga geschaut und auf alle vier SHRV-Teams sozusagen. Und haben wir auch noch darüber gesprochen, dass ihr ja unfassbar viel Physis gemacht habt, unfassbar viel Fitness. Also kein Wunder, dass ihr in der 94 noch so fit seid und dann natürlich auch noch neue Leute von der Bank bringen könnt, die auch noch fit sind sozusagen. Ja.
Du hast aber schon gesagt, du hast schon wieder abgeschlossen, hast es genossen. Jetzt nächste Woche geht es wieder Richtung Altona, Richtung Ottensen, dann Teutonia, Sonntag 14 Uhr. Die haben auch gewonnen. 2-1 auswärts bei Trochtersen, hat mich überrascht. Ja, mich auch. Ich kenne ja auch, in Trochtersen gewinnt man, ist es sehr schwer, Punkte zu holen. Ja, gut, die haben das gemeistert. Ja, im ersten Spiel direkt. Ja, nicht schlecht. Sonst kann ich nicht viel zu Teutonia sagen, wie die gespielt haben. Ich habe mir das Spiel noch nicht angeschaut. Aber wir bereiten uns natürlich gut auf das Spiel vor, und werden dann mit dem richtigen Plan auch in das Spiel reingehen, ne? Was auffällt an diesem ersten Spieltag, was die Spieler bei uns diese Woche im Podcast haben, wer so die Favoriten sind. Norderstedt wurde viel genannt, Drochtersen wurde viel genannt. Beide, klar, Norderstedt bei Weiche, aber relativ schnell schon 3-0 zurückgelegen, am Ende 3-0. Drochtersen bei dir zu Hause gegen Ottensen. Es braucht ein bisschen Zeit nach dieser Pause, um wieder reinzukommen. Ja, ich weiß, ich Weiche würde ich schon als Favorit in unserer Nordgruppe hier festlegen. Die machen das schon sehr gut auch seit Jahren, haben da auch diesen Mannschaftskern gut beisammen gehalten. Die spielen ihren eigenen Fußball. Hab da ja auch schon gespielt. Die machen Einwürfe, das sind Standards bei denen, der wirft ja von der Mittellinie mal rein. Machen die so auf deren Art und Weise halt richtig gut. Und ja, sonst kann man in unserer Gruppe, glaube ich, jedes Spiel ist alles möglich, würde ich sagen. Man kann in jedem Spiel Punkte holen, man kann in jedem Spiel Punkte auch lassen. Man kann wirklich jetzt so nicht klar sagen, boah, das wäre eine Überraschung, wenn man da jetzt mal Punkte holt oder da mal verliert. Das kann man nicht sagen. Jedes Spiel ist da auf Augenhöhe, wird da letztendlich durch den Kampf entschieden und durch Einzelaktionen oder durch ja, ein paar Aktionen mal entschieden, aber sonst kann man in unserer Gruppe wirklich alles holen. Oder vieles reißen oder vieles auch nicht reißen. Weiche auf jeden Fall erster Tabellenführer jetzt. Gemeinsam mit Pauli 2. So viel können wir, glaube ich, festhalten nach dem ersten Spieltag. Pauli 2 gewinnt 3-1 gegen den Heider SV. Und was haben wir noch nicht gesagt? HSV 2 gegen Lüneburg 1-1 unentschieden. Gucken wir ganz kurz drauf nächste Woche. Also ihr in Offenbach. Altona gegen HSV 2. Holstein 2 gegen Pauli 2 und Schleswig-Holstein-Duell mit Heide gegen Weichen. Das wird auch eine schöne Geschichte. Da sind ein paar Knaller dabei, ne? D. Engel 21 hat noch eine Frage. Bist du links oder rechtsfuß? Ja, ich bin eigentlich, wie man mal im Tor gesehen hat, auch bin eigentlich beidfüßig, ne? Ich habe auch einen guten linken, aber eigentlich bin ich Rechtsfuß. Ja. Und eine Banane kommt hier von Dominik. Ist das ein Insider? Die beiden Jungs gehören zur Trainingsgruppe B, mit denen habe ich mich fit gehalten teilweise. Ja. Die können auch gegen Dennis Engel spielt bei VfB Oldenburg, ne? Der spielt in einer anderen Gruppe, der macht das nicht schlecht. Die haben auch gewonnen. Dominik 1-0. Rabat, genau, ja. Dominik Rabat hat seine Fußballschuhe an den Nagel gehangen. Aber auch das ist ein cooler Typ, ne? Das war das Schnell-Tormöwen-Gekreische hier heute Nachmittag mit Boom Boom Gnärlich über das Spiel. Das gibt es natürlich dann. Ah, guck mal, hier ist Luca, der 60-Sekunden-Mann. Ja, Über dich genau. haben wir auch schon gesprochen. Viele Grüße an dieser Stelle. Und Easy All schreibt: Schäme dich nicht für deine Tränen. Nein, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, kurz hier über diesen ersten Spieltag und dein Tor zu sprechen. Letzte Frage: Wir haben die Tormöwen-Kabinen-Playliste. Jeder unserer Gäste kann einen Song auf die Playliste packen, den er vor einem Spiel oder nach einem Spiel hört, um sich auf ein Spiel beispielsweise einzustimmen. Wie hast du dich gestern hochgefahren? Welchen Song möchtest du auf die Tormöwen-Playliste auf Spotify packen? Ich würde sagen, Bushido, alles wird gut. Das ist mein Song. Bushido, alles wird gut, hast du gestern gehört. Genau. Ja, das hat dich gepusht, offenbar. Auf jeden Fall. Ja, Connor, ich danke dir. War mir eine Ehre.
Bleib gesund, alles Gute für dich und wie gesagt, wir verfolgen das weiter, diese spannende Saison. Alles klar. In diesem Mach's Sinne, gut. macht's gut, bis dann, ciao. Ciao, ciao. So, und für euch wichtig, also das kurze Turmhöfen live heute. Grüße zurück übrigens nach Oldenburg an Dominik und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche und nicht vergessen, auf Spotify Turmhöfen Fußball Podcast, da immer die ganz langen Folgen. In diesem Sinne, bis bald, ciao.